dem Dunkel erzählt. Ich wollte ausgehen und hatte die Zeit verpasst. Mittlerweile war es Abend geworden. Die Dämmerung zog durch das Fenster wie ein Nebel. Sie legte sich auf alles um mich her. Die Dämmerung hob den Unterschied auf. Durch das offene Fenster wehte noch eine laue Brise. Sommerabend. Ich setzte mich an die offene Balkontür auf meinen alten Sessel und sah dem Dunkeln zu. Der Rabe, den ich am Tag am Himmel beobachtet hatte, der heiser schrie, setzte sich auf die Brüstung des Balkons und legte den Kopf schief. Als ob er in der Dämmerung mit mir zu reden hätte. In der Stille, die sich an seinem solchen Abend auch über die Stadt breitet. Ich hatte ausgehen wollen, aber nun war es zu spät dafür. Ich hatte einem Freund von meinem Tag erzählen wollen, aber nun saß der Rabe auf meinem Balkon und lauschte, so schien es mir. Ich setzte mich also in meinem Sessel zurecht, sodass ich ihn sehen konnte und begann zu erzählen. In der Dunkelheit klangen die Worte anders als am Tag. Sie waren groß und weit, bedeutend. Dabei waren sie doch ebenso klein, wie alle Worte es sind. Ich erzählte ihm vom ersten Begegnungen, vom kleinen Raben und vom Schildrasen aus Afrika, von dem mir selbst erzählt worden war. Heitere Geschichten und ernste Geschichten. Ich erinnerte ihn an unsere erste Begegnung im Park, als ich ihn noch nicht kannte, meinen Raben. Wie er zu mir geflogen kam und meinen Kaffee inspizierte und wie ich fast ärgerlich wurde, fast. Und ihn vielleicht auch beinahe vertrieben hätte. Und dann erzählte ich von den beiden Raben im Baum. Und dann wurde ich traurig. Denn ich musste auch vom Abschied erzählen, vom leisen und vom lauten Sterben und davon, dass ich damit nicht fertig werde. Das alles erzählte ich dem Raben in der Dunkelheit. Und er hörte mir zu, wie nur Raben zuhören können. Ganz still saß er da auf meinem Balkon und hielt den Kopf zur Seite geneigt. Und dann krächzte er zum Abschied. Mir schien, er wollte mir sagen, wollen wir es abwarten, wie es sein wird, wollen wir es abwarten. Und er flog in die Nacht. Ich hätte die Geschichte wohl jedem erzählen können, aber es ist nicht viel an den einfachen Geschichten. Darum habe ich es nicht getan. Ich habe sie nur meinem Raben erzählt. Und er lauschte, als sei darin alle Weisheit der Welt.